Hallo und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute machen wir zusammen ein ganz, ganz leckeres Chili Con. Nein, nicht Chili Con Carne, sondern Chili Con Grünkern. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß auch nicht, wie es schmeckt, aber mein Schwester Herz hat es mir ja unter den Kommentaren auch hingeschrieben, ich soll doch unbedingt mal Chili Con Grünkern ausprobieren. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich war schon so begeistert von den kleinen Frikadellchen, dass ich mir gedacht habe, komm, wir probieren das mal aus. Ich würde sagen, wir starten auch schon mal direkt los mit den Zutaten. Puh, nicht erschrecken, so viele Zutaten sind es gar nicht. Also ich hatte jetzt auch alles zu Hause, das Einzige, was ich vorher einkaufen musste, beziehungsweise was ich ja eigentlich auch schon zu Hause hatte, war der Grünkern. Also wir benötigen für unser Rezept 130 Gramm Grünkern in ganzen Körnern. Dann habe ich hier zwei Zwiebeln, das sind so in etwa um die 140 Gramm. Dann benötigen wir außerdem noch eine Knoblauchzehe, eine Chilischote, die ist getrocknet. Und nicht unterschätzen, auch wenn die hier so klein aussieht, die hat es mega in sich. Also passt da lieber auf und würzt lieber nochmal nach, wenn euch das zu wenig ist. Außerdem habe ich hier noch 20 Gramm Olivenöl. Wir benötigen noch einen Teelöffel Salz. Dann habe ich hier schon zwei Messerspitzen Paprika rosenscharf benutzt und einen Esslöffel Thymian. Wer frischen Thymian hat, kann hier auch so 3 bis 5 Stängel frischen Thymian natürlich verwenden. Dann benötigen wir außerdem noch einen Esslöffel Balsamico. Hier habe ich noch mal in etwa um die 40 Gramm Tomatenmark. Außerdem habe ich hier schon mal in der Schüssel 500 Gramm Wasser und einen Esslöffel Gemüsebrühe gemischt. Wieder die von Alnatura, falls euch das interessiert. Dann benötigen wir außerdem noch 500 Gramm passierte Tomaten. Dann habe ich hier schon mal zwei Paprikaschoten klein, also so gewürfelt, so wie ihr seht. Eigentlich sollen da nur 200 rein, das sind jetzt bei mir ungefähr 240 Gramm. Ich liebe Paprika, also tauscht einfach die Mengen so aus wie mit den Zutaten, die ihr am liebsten mögt. Und außerdem habe ich hier noch eine Dose Kidneybohnen, hier schon mal abgetröpfelt und abgewaschen. Und hinten eine Dose Mais. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also als allererstes geben wir unseren Grünkern hier wieder in ganzen Körnern in den Mixtopf und lassen das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 8 schroten und füllen das dann wieder in das Gläschen um. Jetzt geben wir unsere Zwiebelchen, Knoblauchzehe und die Chilischote in den Mixtopf und lassen das Ganze für 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern und schieben dann alles mit dem Spatel nach unten. Jetzt geben wir das Öl hinzu und lassen das Ganze für 3 Minuten 120 Grad Stufe 1 andünsten. Und jetzt, wenn dann alle restlichen, also alle Zutaten außer Mais und die Kidneybohnen in den Mixtopf und dann stellen wir den Thermomix auf 30 Minuten 100 Grad Linkslauf und auf die Rührstufe. Ja, und dann lassen wir das alles köcheln. Und jetzt wandern die Kidneybohnen und der Mais in den Mixtopf und dann stellen wir den Thermomix auf 5 Minuten 100 Grad Linkslauf auf die Rührstufe, damit die sich auch noch erwärmen. Jetzt können wir das Ganze auch noch servieren. Ich gebe da einfach nochmal einen Kleck saure Sahne drauf, nochmal so ein bisschen Pfeffer oder so ein paar Chiliflocken. Da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht zu scharf wird. Und dann probieren wir das Ganze gleich. Ich würde mal sagen, von mir kriegt das Rezept einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr probiert es auch mal aus und ich hoffe, ihr habt auch schon diese Grünkernfrikadellchen mal ausprobiert. Und denkt dran, schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat, was ihr euch für Videos wünscht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne nächste Woche. Bis nächsten Sonntag. Tschüss!